Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zur nächsten Matchdex Champions League Tindose auf meinem Kanal. Heute sind die Game Changer am Start. Game Changer Harry Kane, Game Changer Bernardo Silva und Game Changer, wer ist das denn eigentlich da rechts von Chelsea? Von Barcelona, ja moin, das ist. Ach, das ist hier dieser De Jong, nee, das ist dieser. Wer ist denn das? Hä? Leute, ich erkenne den gerade nicht. Absolut peinlich gerade. Absolut peinlich, ihr lacht mich garantiert jetzt die ganze Zeit schon aus, ne? Von Barcelona ist es die. Nee, das ist nicht De Jong. De Jong hat solche blonden Haare. Wer ist das denn? Hä? Ich hoffe, den haben wir gleich in der Tindose drin. Dann wissen wir es, Leute. Auf jeden Fall packe ich die Tindose aus. Es gab gestern schon die erste, die zweite Tin. Und Montag gab es die erste Tin. Ich verlinke euch alle Tindosen unten in der Videobeschreibung. Die Mini-Tins habe ich auch schon geöffnet. Und morgen sind dann noch die Wunderkinder am Start. Morgen 18 Uhr gibt es die Wonder Kids, die Wunderkinder. Genau. Basekarten, Powerkarten, exklusive Karten und die limitierte Auflage. Und wir starten. Und wir starten. Und das müsste doch wieder eine. Das ist, Leute, das ist Club 100 Mbappé. Oh, shit. Oh, Baby, Kylian Mbappé, Club 100, Leute. Faust in die Facecam. Also, so kann ein Unboxing doch mal starten, oder? Direkt mit der Club 100 Karte hier. Die anderen Powerkarten lege ich mal zur Seite, weil wir widmen uns zuerst den Basies. Hazard, Morata, Azpili, Casemiro, dann haben wir die Verletzungskarte, De West, Kutsayev, Galatasaray Logo, Aranguiz, Lukman, Ferro, Golini, Van Dijk, Hernandez, Kimbembe, Sissoko, Voigt, Alena, ist das Alena von? Ne, Alena war es nicht. Mohamed Salah, Süle, Cavani, Soler, Jedwai, Gulagi, Gabriel, Berge, Sutormin, Inan, dann haben wir das Salzburg-Logo, Bernardeschi, Asamoah, Paco Alcácer, Lemar, Abraham und dann noch hier die zwei Powerkarten, die immer da am Anfang sind und ich weiß immer noch nicht warum. Ja, auf jeden Fall sind sie da. Mendy und Alisson Becker. Als Pro-Performer und als Rekordhalter. Ich glaube, die meisten gespielten Minuten, so ist es. Champions League 18-19 hat ja 1170 Minuten gespielt. Und das hatte kein anderer Spieler. Nur der Alisson. Dann hier die anderen Powerkarten. Luka Modric, Lukaku, dann Sterling, Demirbay, Werner, Samatta und Forsberg. Oh, Leute, die Forsberg-Man of the Match-Karte sehe ich jetzt hier zum allerersten Mal. Und Samatta sehe ich gefühlt zum 10. Mal. No joke, true story. Das sind die Powerkarten. Wir gucken uns die exklusiven Karten an und die limitierte Auflage. Mal gucken, wer hier am Start sein wird. Und ich hoffe, dass ich hier auch noch den Barcelona-Spieler dabei habe. Sodass wir sehen, wer das da vorne auf der Tindose war. Oder halt ist, nicht wahr? Weil er ist ja immer noch drauf und er ist ja nicht verschwunden. Er ist ja nicht weggewandert. Grüße gehen raus an Benedikt. Harry Kane, Game Changer. Dann haben wir Serge Gnabry von den Bayern. Alvaro Morata von Atletico Madrid. Lucas Moura, Tottenham. Ist das doch De Jong? Leute, aber dann sieht er ja extrem komisch da vorne auf der Tindose aus. Frankie De Jong, Game Changer. Ich glaube, ich hatte am Anfang an doch recht. Seit Anfang an, Leute. Ich habe am Anfang gesagt, es ist De Jong. Aber dann war ich mir nicht mehr so sicher. Silva, Wijnaldum, Mahrez, Willian, Gomez, Mané, Forsberg, Reus, Suarez und Ramsey. Also Suarez ist es definitiv nicht. Es muss Frankie de Jong sein, Leute. Ich hatte doch recht. Das sind die ganzen Game-Changer-Karten. Und was für eine Limi haben wir drin? Und es ist Kylian Mbappé als Gold-Limi von Paris. Oh ja, Leute, das, also zweimal Mbappé, Leute, fällt mir jetzt erst gerade auf. Mbappé, Club 100, Goldlimi, bam, geiles Unboxing. Wir sehen uns morgen wieder mit weiteren Videos, 16 Uhr auf jeden Fall am Start und um 18 Uhr die nächste Tindose, die letzte Champions League Tindose. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.